Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Lasst uns mal so ein bisschen questen. Und da muss ich noch zwei Spiele gewinnen. Und da habe ich mir das Goblin Deck ausgesucht. Da habe ich mich ja früher mal mega drüber gefreut. Und habe das dann aber eine Weile gespielt. Habe es dann aber abgelegt, weil ich natürlich sehr viele Decks durchprobieren wollte. Und euch auch natürlich was präsentieren wollte. Dementsprechend packen wir doch jetzt mal das Goblin Deck wieder aus. Und probieren doch mal wieder ein paar Spiele damit. Okay, wir springen direkt mal aufs Schlachtfeld. So, da sind wir auch schon. Spielen wir jetzt Ranked? Bin mir gar nicht mal so sicher, ob wir Ranked spielen. Okay, ist ja Wurst. Spiel ist Spiel. Von daher. Trübwasser-Schamane, Trübwasser-Hexe, Thunmeer-Nachtklinge. Der hier ist eher was für später. Und der wäre gar nicht mal so schlecht für den Anfang. Natürlich würde ich mich eher über die eine Kreatur freuen, die am Anfang, wenn man sie am Anfang auf der Hand hat, also wenn man sie zieht, die von 3 auf 2 heruntergesetzt wird. Das ist richtig cool. Und damit kann man von Anfang an ganz gut rushen. So, wir gehen dem hier aus dem Weg. Und bauen erstmal ein bisschen Präsenz auf eine Seite auf. Und versuchen natürlich direkt ins Gesicht zu gehen, denn Face is the place. Jetzt hat er zwei Schlüsselwörter. Einmal Gift und einmal Entzug. Na super. Aber es kommt ja darauf an, wer jetzt doch den meisten Schaden macht. Und ja, das versuchen einfach wir zu sein. Von daher kann er hier so viel giften und... das war Regeneration. Jetzt habe ich es mit Entzug verwechselt. Es ist Regeneration. Also es ist wurscht. Lassen wir den Draug Draug sein. Oh, das ist schlecht. Das ist auch sehr, sehr schade. Da werden wir reingehen müssen. Hier kriegen wir dann wenigstens eine Waffe. Könnten die direkt ausrüsten und dann nochmal eine Dunmar-Nachtklinge ausspielen. Wäre der gleich mal stärker, wir würden eine Rune brechen. Oder wir spielen den Sadras-Agenten. Oder eben den Trübwasserschamanen. Ich würde sagen, wir greifen erstmal an und spielen den Trübwasserschamanen. Da wir dann, wenn wir wieder mit dem Zug dran sind, einen Fluch ziehen und der kann ganz nützlich sein. Und verteidigen möchte ich mich dann erst, wenn ich mich verteidigen muss. So gerade noch nicht so nötig. Den Ungolim. Den könnten wir dann auch mal spielen, wenn es die Möglichkeiten gibt. Okay, jetzt haut er den natürlich auch drauf. Okay, da haben wir einen Fluch bekommen. Ist ja ganz cool und werden wir auch dementsprechend hier einsetzen. Jetzt kann er auch gar nicht mal mehr angreifen. Da er keinen Angriff mehr besitzt. So. Gut gemacht. Gehen wir doch direkt mal rein. Bam. Zieh da mal eine Karte. Und jetzt spielen wir noch einen Descher, eine Descher-Rächerin. Und den guten Ungolim. Da kann er mit seinen drei Schaden kommen, wie er will. So, jetzt kriegen wir die Assassinen der Bruderschaft ins Deck rein und vielleicht ziehen wir sie auch, denn die sind sehr, sehr mächtig. Dann können wir damit auf jeden Fall was reißen. Und dadurch, dass er uns permanent Schaden macht, kriegen wir auch wieder immer wieder eine Karte gezogen, aber wir machen natürlich erheblich mehr Schaden und dadurch erreichen wir das Ziel halt eher als er. Und das ist das Ziel. Das ist gut. Damit kann er was verstummen lassen. Da möchte er ihn verstummen lassen. Okay, das finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm, weil die finde ich dann doch schlimmer, ne? Aber okay, ja. Der denkt jetzt nicht, dass er die so schnell loskriegt. Okay. Lasst mich mal überlegen. Überlegen, überlegen.
Hier könnten wir einen Schattenwechsel machen und den Sardras-Agenten spielen. Das war gar nicht mal so dumm. Das wäre gar nicht mal so dumm. Wir könnten auch mit dem Ungelem reingehen, dann den Sardras-Agenten spielen und dann nochmal die Duma Nachtklinge. Wäre auch gar nicht so schlecht. Nein. Nee. Machen wir das erstmal so. Jetzt aber schnell hier. Nein, nein, nein! Oh ja, stimmt. Ich vergaß. Okay, jetzt sieht schlecht für ihn aus. Also ich habe spontan den Triebwasserscharmützel gespielt, weil der die da noch bufft. Und dann sieht das doch schon mal ganz gut aus. Dann ist die Idee mit dem Sardras-Agenten auch gestorben. Und jetzt darf er glotzen, weil er muss jetzt was auslöschen oder er schafft es jetzt wirklich in einer Runde 19 Schaden zu machen, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Dementsprechend wird er versuchen, jetzt die Fläche leer zu räumen, was er eben nicht schaffen wird, weil die ja nochmal übrig bleibt mit ihrem letzten Atemzug. Dann kotzt ja nochmal eine Schwester von sich da aus, so eine Schleicherin, und die könnten wir dann mit dem Eisenschwert hochbuffen. Und dann könnten wir auch schon mal ganz gut Schaden machen. Aber ich kann mir jetzt mal nicht vorstellen, dass er die alle wegkriegt. Dürfte also ein Sieg sein. Komm, erspar uns diese Farce. Jetzt wollte er uns nochmal zeigen, was er so alles kann. Bringt doch trotzdem alles nichts, Dude. Dude! Mögen die Hist mir beistehen. Aber so eine Kombination habe ich bisher noch nicht gesehen. Finde ich cool. Wenn eine Kreatur in dieser Reihe stirbt, erhält grimmiger Held 1-1. Also solche Kombinationen habe ich echt noch nicht gesehen. Also Skelettdecks wollte ich sowieso auch schon mal machen, aber habe ich noch nie gemacht. Da mir so ein bisschen die Karten dazu fehlen. Geben wir ihm doch so ein Eisenschwert. Ein feiner Dank uns und gib ihm! The face is the place! Okay, Leute, jetzt stelle ich mal auf Ranked um. Und wir spielen direkt weiter. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Bis gleich. So. Oh, ein Gründer. Ein Gründer. Ja. Damit könnten wir am Anfang eigentlich ganz gut Schaden machen. Was sagt ihr? Wenn wir die hier behalten. Boah, das wäre riskant. Sind wir so mutig? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir sind so mutig. Können wir am Anfang gleich richtig gut Schaden machen. Aber die sind halt vollkommen wehrlos. Dann in der Runde des Gegners. Oh, jetzt ist die Zeit abgelaufen. Jetzt hat er zu lange überlegt. Dieser Typ. Dieser Line-Tube. Dieser Line-Tube-Tube. Ja. Ist egal, dann ziehen wir wenigstens noch eine von denen nach. Ich kann mir sowieso nicht vorstellen, dass der jetzt groß überlebt. Zum Gruße, Hallo. Bürger. So. Machen wir das mal direkt so. Gleich mal in der ersten Runde, bam, alles raus. Der ersten Runde, oh Mann. Was soll ich denn dann noch groß nachziehen? Oh, da habe ich auch noch zwei Nekromanten. Zack. Und zack. Und zack. Und nochmal eine. Ich find's witzig.
So eine Armee an Goblins. Boah, wow, wisst ihr, was jetzt cool wäre? Stellt euch mal vor, wir würden den einen Goblin ziehen, der die anderen Goblins bufft. Oder hat er Pech gehabt? Da hat er echt Pech gehabt. So. Da haben wir leider keine Nullkarten mehr. Aber wir machen trotzdem ganz gut Schaden. So. Vielleicht lässt er ihn ja in Ruhe und geht feuchtfröhlich ins Gesicht. Das wäre natürlich toll, weil dann können wir den Necrom-Drahtzieher ausspielen und der Effekt wird nochmal ausgelöst werden. Aber er killt lieber die Kleinen. Kostet ja nichts, ne? Da versucht er auf der Seite aufzuräumen. Machen wir so. Ich wusste es. Na, fesselt er die? Klar. Gibt allen Goblins bla bla. Will ich jetzt gerade gar nicht. Spielen wir den Necrom-Drahtzieher rechts oder links? Links ist er halt vollkommen wehrlos, ne? Ich meine, rechts ist er jetzt auch nicht so der Brüller. Aber da hat er wenigstens keine Kreaturen. Überlegen, überlegen. Überlegen, 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 überlegen. Ja, spielen wir links. Dann wird er ihn vielleicht nicht so schön los. So, jetzt wird natürlich der Effekt von ihm ausgelöst, das ist gut. Füge er dem Gegner 3 Schaden zu und erhalte 3 Gesundheit. Und vielleicht ignoriert er den ja, was ich mir nicht vorstellen kann. Weil jetzt geht es ja um jeden Schaden. Dann könnten wir den buffen. Okay, die Idee ist ja jetzt gestorben, ne? Okay. Da ist er fies und gemein. Raus damit. So, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn er uns jetzt hier schön weiter feuchtfröhlich Schaden macht, weil dann würden wir auch endlich mal eine Karte ziehen. Weil sonst könnte er uns, könnte sich zu arg verteidigen. Oder hat auch Glück. Kriegt er das Ding? Weil sonst hätte ich seinen letzten Atemzug-Effekt auslösen können. Das wäre cool gewesen. Das wäre cool gewesen. Aber es sollte einfach nicht sein. Es sollte einfach nicht sein. Sterb zu Bit! Sterb zu Bit! Bam! Und. Und bam! Und. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Sprechen wir mal diese hieße. Kann er hier reingehen? Dann stirbt er hier wenigstens. Die überlebt. Ist jetzt aber nicht schlimm. Hauptsache, wir können mit irgendeiner reingehen. Und den Effekt von ihm nochmal auslösen. Das wäre prima. Das versuchen wir jetzt. Ich meine, der hat nur noch 5 Leben. Das ist ja wohl zu schaffen. Vielleicht ziehen wir auch noch eine Karte nach. Dadurch, dass er sich bestimmt nicht... der kann da bestimmt nicht widerstehen. Das ist nicht gut. Jetzt zieht er eine ganze Reihe an Null-Magiker-Karten und die kann er dann auch dementsprechend einsetzen. Und die sind auch gar nicht schlecht. Jetzt können wir den Effekt leider nicht auslösen. Jetzt hab ich euch. So, dann macht er echt gut Schaden. Jetzt hätten wir aber eine Chance. Und zwar... Falls wir das Gesicht treffen,
würde er down gehen, ne? Dann würde er down gehen. Probieren wir es mal. Und zack. Leider, leider nicht. Aber wir haben da immer noch zwei Einheiten im Schatten. Und falls er die nicht los wird, haben wir da natürlich eine große Chance, ihn auch zu töten. Die Winde sind uns wohlgesonnen. Also der hat echt Luck. Ja, der wird sich jetzt bestimmt nicht so groß... Okay, der hat jetzt gut Kreaturen aufgebaut, bevor er die hier killt. Genau, damit einfach die Chance höher ist, die Kreatur zu treffen und nicht das Gesicht. Also der bräuchte jetzt eigentlich Wächter. Das hat er nicht, dementsprechend gutes Spiel und wir gewinnen. Jawoll, ja, Leute. Das war doch mal cool. Dann haben wir gleich mal gut gewonnen. Okay, kurz und knapp, wie mal wieder das Goblin Deck gespielt, hat auch Spaß gemacht. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, ein Abo wäre auch richtig cool. Ansonsten schaltet wieder ein, wir sehen uns in der nächsten Folge, euer LineTube, auf Wiedersehen.